Weiter geht es mit einer weiteren Folge House Flipper 2. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Auftrag. Den hatten wir uns schon in der letzten Folge durchgelesen. Heute starten wir da quasi durch bei dem guten Robert Pattern. Und bevor wir aber hier mit der Aufgabe starten, würde ich sagen, lesen wir uns einfach den etwas schwer zu lesenden Text nochmal durch. Willkommen Neuling. In meinen Jahren der elenden Einsamkeit habe ich dem Zustand meiner Gemächer wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das wird sich nun ändern, da sich vor kurzem eine mutige Seele meinem Abenteuern angeschlossen hat. Kurz gesagt, einige alte Schmutz- und Müllhaufen warten auf eine wahrlich furchtlose Person, die sie wegräumt. Bitte komm so schnell du nur kannst, um uns zu helfen, den vergessenen Kerker unter unseren Wohnräumen zu verwandeln, damit sie der Anwesenheit meiner neuen Gefährtin würdig sind. Für deine Schwierigkeiten wirst du reichlich belohnt werden. Warte einfach, bis wir von einer Convention zurückkehren, an der unsere Gruppe gerade teilnimmt. Möge das Glück auf deiner Seite sein. Robert Pattern. Genau, diesen Auftrag nehmen wir also heute an. Wir sollen da irgendwie einen chaotischen Zustand klären und ja, auf den Bildern, es sieht stellenweise echt chaotisch aus. Also wir müssen hier Keller entrümpeln, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich glaube, wir müssen nicht nur Keller entrümpeln und ausräumen. Okay. Alles klar, ich glaube, hier haben wir einiges zu tun. Dann würde ich sagen, quatschen wir gar nicht mehr so lange rum. Ich klicke hier einfach mal auf Auftrag beginnen und dann legen wir damit mal los, oder? Genau, so machen wir das. Haben wir ganz kurz den Ladebildschirm und dann geht es normalerweise auch schon direkt los. Da sind wir bei unserem nächsten Auftrag. Wo fangen wir denn erstmal an? Ich würde sagen, wir nehmen die Tonne mit rein. Nein, Quatsch, alles gut. Wir machen erstmal hier eine Wohnungsbegehung. Ich mache gerade mal hier die Eingangstür zu. Also die haben hier auf jeden Fall einen Meinungsverstärker. Sehr, sehr nette Leute scheinen es hier zu sein. Wenn man hier anklopft, kriegt man direkt erstmal die Meinung von denen eingeprügelt, so wie es aussieht. Alles klar. Sehr schön, sehr sympathische Leute. Gut, also hier haben wir eines der Chaosräume. Was haben die denn hier gespielt? Was sind das? Ist das ein Poster oder ist das? Nee, das ist ein Spiel. Sieht von der Ansicht von oben so ein bisschen aus wie Cluedo, nur in billig. Keine Ahnung. Okay, also, ich höre ja auch hier gerade keine Musik in dem Raum. Das ist auch schon mal ganz gut. Seitdem ich jetzt beim ersten Video Probleme mit YouTube hatte, achte ich da ein bisschen mehr drauf. Und genau, wir sollten ja auch im Keller oder so für Ordnung sorgen. Hier haben wir auch überall Scherben. Hier ist eine Flasche runtergefallen. Fähig, das aufzuheben, waren es anscheinend nicht. Hier haben wir wieder ein Biberbuch. Da müssen wir gleich nochmal schauen, was wir denn da alles anstellen können. Und hier sieht es wirklich okay, und hier sollen wir, ach du Scheiße, was haben die denn hier angestellt? Na gut. Schauen wir erstmal hier rein. Flipper-Werkzeug. Mit diesem Werkzeug kannst du Objekte erst verkaufen und dann auch modifizieren. Okay, das hatten wir uns das letzte Mal schon angeschaut bzw. durchgelesen. Das ist jetzt nichts Neues. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir vielleicht oben anfangen, damit wir nicht jedes Mal hier durch den Müll durchlaufen müssen. Und dann schauen wir mal weiter. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist auf jeden Fall so ein Haushaltsraum. Hier haben wir die Waschmaschinen und so weiter. Was haben wir denn hier? Sicherungskasten? Oh, ich kann sogar Sicherungen ein- und ausknipsen. Die haben ja hier noch einen Meinungsverstärker liegen, aber hier liegt doch auch ein anderer Meinungsverstärker. Aber ich finde den Meinungsverstärker besser. So. Okay, hier geht es dann zur Garage, alles klar. Hier haben sie auch eine Ständerbohrmaschine stehen. Hihihi, hat Ständer gesagt. Und, was haben wir hier? Betonsäcke, nee, Zement, okay. Okay. Ja gut, nee, ansonsten sieht die Wohnung eigentlich okay aus. Die haben ja so die ein oder andere Schwachstelle. Da sollte man vielleicht mal nachschauen. Ansonsten, ja, schon Schlimmeres gesehen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, indem wir hier den ganzen Müll mal aufsammeln. Und dann können wir die ganzen Flecken wegwischen. Die Sachen darf ich nicht verkaufen. Hier, da haben wir noch Müll. Die Pflanze würde ich einfach wieder aufstellen. Hier haben wir noch Pizzakartons. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf Pizza. Schlimm, schlimm. Was ist denn das? M. Spinner. Venus Rising, alles klar, okay. Auch ein cooles, krasses Poster. Oh, den kenne ich, den habe ich ja auch bei uns im Zuhause hier. Krass. Cool. Gut, nee, dann habe ich, glaube ich, gleich den meisten Müll hier schon mal entsorgt. Hier haben wir noch angegammelte Pizzareste. Hier oben müssen wir dann wischen. Hier haben wir noch Zeitung rumfliegen. Hier haben wir auch noch angegammelte Pizza. Ja, dass man sowas nicht wegräumen kann.
Weiß ich nicht. Gut, wir schaufen mal. Ich wollte gerade verkaufen und schauen mal sagen. Wir schaufen mal. Ist jetzt die Wortzusammensetzung. Genau, Flecken sollen entfernt werden. Müll haben wir ja auch noch rumfliegen. Wo haben wir denn hier noch Müll rumfliegen? Ah, schon entdeckt. Aber ein bisschen Müll müsste man immer noch hier rumfliegen haben. Wo habe ich denn noch Müll übersehen? Kühlschrank nicht. In der Mikrowelle auch nicht. Hier im Brotkorb. Weiß ich nicht, sieht eigentlich noch gut aus. Ich will das den jetzt nicht hier klauen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Hier haben wir auch noch nicht reingeguckt. Hier sieht es auch ordentlich aus. Na gut, ich würde sagen, wir tun erstmal die runtergefallenen Dinge noch aufheben und die vielleicht mal aufstellen. Dann sieht es auch schon mal ordentlicher aus. Die Pflanze stellen wir auch mal hier wieder ordentlich hin. So. Genau, dann haben wir hier den Spielplan und so. Da unten haben wir die Spielpacken. Ich werde das aber da wahrscheinlich nicht reinpacken können, oder? Keine Ahnung. Ich denke aber mal, dass ich da mit der Annahme richtig bin. Was mich hier noch so ein bisschen wundert ist, ich weiß jetzt noch nicht so genau, was mir hier dieses Bild sagen soll. Und Würfel, Spielbrett, ja genau, die sind da. Kann ich bestätigen, die drei Würfel sind dort. Ich frage mich, ob mir das irgendwelche Tipps halt geben soll, dass ich bestimmte Dinge machen kann. Zum Beispiel, wenn ich die Würfel nehme und werfe ihn jetzt hier einfach durch die Gegend oder so. Aber ich kann ihn gar nicht werfen. Interessant, interessant. Na gut, ich sollte hier vielleicht auch mal Dinge tun. Komm, den Schwamm schmeißen wir jetzt gerade einfach mal hier in die Spüle rein. Und dann fangen wir mal an, hier zu wischen. Genau, wir wischen auch einfach die Pfanne sauber. Haben wir das Problem schon mal gelöst. Vielleicht ist hier noch irgendein Müll in den ganzen Schränken drin. Wobei, mich wundert es immer hier so ein bisschen, dass, soll ich vielleicht auch mal aufheben, dass es so in den Schränken einigermaßen sauber ist. Irgendwie Platz für die Sachen haben die auch nicht wirklich. Das ist ja wie bei mir zu Hause. Kein Platz in der Küche für irgendwas. Aber wir können die Pfanne ja hier auf die Platte draufstellen, beziehungsweise hier auf den Gasherd draufstellen, so wie es aussieht. Stellen wir es einfach mal so dahin. Komm, ich mache hier wieder richtig ordentlich. Teller zu Teller. Die sind ja auch sauber. Ups, ich sollte die aber vielleicht dann schon korrekt dahinstellen, wobei die dann auch wieder ineinander liegen. Oder? Nö. Sieht okay aus. Sieht gut gestapelt aus. Ah, vielleicht ist ja die Zeitung hier irgendwie noch Müll, aber ich glaube nicht. Nö. Naja gut, wir machen erstmal hier weiter sauber. Das Sofa hier sauber machen. Den Teppich sauber machen. Das Spiel noch ein bisschen abschrubbern. So, dann haben wir das auch schon erledigt und dann ist hier schon mal alles korrekt in dem Raum. Easy. Easy Job. War ich hier schon drinne? Ich glaube schon. Was haben wir hier drinne? Auch nix. Okay. Die haben alle ziemlich wenig in den Schränken drinne. So. Fangen wir mit dem größeren Problem mal an. Deswegen tue ich hier direkt mal noch einen Müllsack mit reinschmeißen. Das war eigentlich nicht geplant. Falls jemand fragt. Gut. Machen wir hier den Weg direkt mal sauber. Nicht, dass ich da 10-mal drüber laufen muss. Und hier noch irgendwelche Spuren verteile. So, dann haben wir das auch schon mal. Müllsäcke könnte ich theoretisch ja hier erstmal sammeln. Oder haben wir hier vielleicht sogar eine Mülltonne drin oder noch einen schnelleren Weg nach draußen? Fenster rausschmeißen. Wollen wir erstmal hier mit der Ekelbutze anfangen, mit der Toilette? Ja, wobei, so innen drin sieht es okay aus, aber so außerhalb. So, wie sieht die Tür von hinten aus? Auch okay, das sieht alles okay aus. Fenster ist sauber, dann sind wir hier eigentlich mit dem Badezimmer. Genau, das haben wir schon fertig. Ja, oh, hier haben wir eine Billardkugel. Hier unten haben wir noch Zeug rumfliegen. Das schmeißen wir jetzt erstmal alles in den Müll. Bevor ich hier anfange zu wischen, schmeißen wir hier erstmal ganz viel Zeug in den Abfall. Ganz viele Dosen. Könnten wir uns das Pfand noch für holen, wenn die nicht so zusammengeknüllt wären. Hier haben wir noch Müll, Umzugskartons. Müssen wir wahrscheinlich auch noch auspacken dann. Hier haben wir noch Zeugs rumfliegen. Da haben wir Zeugs rumfliegen. Was haben wir hier? Das können wir auch mal zumachen. Stimmt, ich habe ja hier unten sogar eine Mülltonne gehabt. Stimmt ja, die habe ich schon wieder vergessen. Und der Weg führt mich bestimmt auch irgendwie nach draußen. Komm, dann schmeißen wir doch die Säcke gerade einfach mal in die Mülltonne rein, wenn ich treffen würde. Ja, hier mit Vollspeed an die Wand schmeißen und fallen die da runter. Zack, bumm, versenkt.
Genau, dann kann ich gleich auch mal den Müllsack von der Treppe vielleicht holen. Dann ist der nämlich auch schon mal weg. Bevor ich den wieder hier vergesse und liegen lasse. Oder keine Ahnung, drüber stolper bei meinem Glück. Wo war denn jetzt der Ausgang da? Genau, hier geht's auch extra nochmal raus. Ja, so sieht's eigentlich auch schick aus hier draußen. Aber, naja. Gut, bevor wir hier irgendwas auspacken, auf jeden Fall erstmal schrubben. Alter, ist das Ding verrostet. Was kann ich hier mit den Brettern anfangen? Muss ich die verkaufen? Kann ich die verkaufen? Darf ich die verkaufen? Ich darf die verkaufen. Sehr gut. Wollte schon sagen. Wäre sonst irgendwie ein bisschen blöd. Sogar Werkzeug hier. Silikonpistole und so weiter. Satellitenschüssel. Muss ich den Grill verkaufen? Ja. Der kann auch weg. Was haben wir hier? Toaster. Toaster soll auch weg. Das soll weg. Das soll auf jeden Fall weg. Bretter müssen sowieso weg. Was mit den alten Stühlen? Die Stühle müssen auch weg. Alles klar. Verticken wir gerade alles. Was haben wir denn hier? Schränke wahrscheinlich auch alle verkaufen, oder? So wie es aussieht. Was haben wir hier? Die Lampe. Die Lampe muss auch weg. Da ist noch ein Brett. Hier haben wir noch diese Würfel. Bin ich mir aber jetzt nicht so sicher, ob die wirklich verkauft werden sollen. Nö, die kann ich gar nicht verkaufen. Alles klar. Ah, da haben wir auch... Stehlen die ja alle aus Hobby irgendwie Schilder? Kann das sein? Irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig. So, komm, der Schrank soll auch weg. Genau. Das da hinten auch. Komm, das machen wir auch weg. Poster. Poster können auch weg. Sehr schön. Wobei, das hier wahrscheinlich... Achso, das sind alles wieder unterschiedliche Punkte. Können wir alle entfernen. Alles klar, dann haben wir das auch schon mal. Hier, die Wand muss dann auch noch geschrubbt werden. Ach, das ist die Satellitenschüssel. Hier haben wir den Ventilator, Holzbrett. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Das da vorne kommt bestimmt auch noch alles weg. Kann ich... Ah, ich kann das auch verkaufen. Sehr cool. Fernsehgerät. Okay, soll auch weg. Tisch soll weg. Eigentlich alles, was hier immer angezeigt wird mit Verkaufen wahrscheinlich, kann immer weg. Das kann ich nicht verkaufen. Hier das Fischposter soll aber weg. Das kann noch weg. Hier das Zeug bestimmt auch noch. Genau. Das soll weg. Das soll weg. Das darf ich nicht verkaufen. Das soll aber auch weg. Okay, dann sieht es doch schon mal hier. Das soll bestimmt auch noch weg. Ja. Dann sieht es doch hier schon mal einiges ordentlicher aus als vorher, oder? Wenn wir das jetzt hier noch ordentlich stapeln vielleicht, dann haben wir da auch einen Platz, wo man durchlaufen kann. So, den Würfel tun wir hier in die Mitte, weil das haben die ja auch so vom Stil her so gemacht. Wie kann ich das drehen mit Mausrad? Ich kann aber mit Mausrad, muss ich vielleicht vorher drehen. Genau, so. Dann sieht es auch schon mal gut aus. Die ganzen Billardkugeln würde ich jetzt einfach mal sammeln und vielleicht hier auf den Tisch verteilen. Oder wir tun das halt in das Dreieck rein, aber ich glaube, da würde ich die ganzen Kugeln gar nicht reinbekommen hier mit der, oder hier in dem Spiel. Aber ich hätte auch mal wieder Bock, Billard spielen zu gehen. Das hatten wir damals jedes Wochenende gemacht. Und hat mir echt mega Bock gemacht. Aber irgendwann dann zeitlich alles schwieriger geworden. Und ja, dann hat man irgendwann kein Billard mehr gespielt. Dann ist man ab und zu noch abends in eine Bar gegangen. Irgendwie hat sich da hingehockt, hat einfach mal ein bisschen was getrunken und geplaudert. Und das ist dann auch immer weniger geworden. Man kennt es halt so. Ja, man wird älter. Ja, jeder baut seine eigene Familie auf und so weiter. Es ist dann einfach so, dass man wenig Zeit für solche schönen Unternehmungen hat. Aber Billard spielen wollte ich jetzt eigentlich demnächst mal wieder machen. Da hatte ich gerade letztens erst mit meiner Freundin drüber gesprochen, quasi, dass man das mal machen könnte, mal wieder. Vielleicht kriegt man ja den einen oder anderen wieder zusammengetrommelt oder so. Und mittlerweile kann ja auch meine kleine Schwester da mit hin. Ja, das war ja früher auch nicht so. So, der Fußball soll auch noch verkauft werden. Habe ich mal wieder echt Bock drauf. So. Genau, da sehe ich aber da hinten jetzt gerade noch ein bisschen Dreck hier an der Wand. Das schrubben wir auch noch weg. Dann sieht das Fenster auch schon mal ordentlicher aus. Da ist auch noch Dreck, hier ist noch Dreck. Es sieht ja schon alles aber viel einladender aus als vorher, oder? Viel, viel einladender. So, da haben wir auch noch ein paar Spuren. Kriege ich die auch sauber? Jawohl, natürlich kriege ich die sauber. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Umzugskartons auch auspacken soll. Ich gehe mal davon aus, wenn die hier so offensichtlich rumstehen, dann werde ich die auspacken müssen. Was auch immer da drin ist. Habe ich jetzt eigentlich alle Billardkugeln hier zusammen?
gesucht. Ich glaube schon, den Billardköker. Kann ich den hier an die Wand stellen? So. Kartons auspacken, genau, das soll ich machen. Flecken sind auch noch hier ein paar verteilt. Alles klar, ich sehe hier gerade noch mal ein paar Flecken hier an der Wand. Ansonsten, ich schrubbe jetzt einfach noch mal hier überall drüber. Schadet nicht. Falls ich irgendwo einen ganz kleinen Fleck übersehen habe, dann ist der dann auch weg. So, hier noch mal ein bisschen drüber, da noch mal ein bisschen drüber. Schrubb, schrubb, schrubb. Gut. Da sind aber immer noch Flecken da. Na gut, ich würde jetzt erstmal hier die Kartons auspacken. Ah, jetzt verstehe ich. Hier, das da sollen wir hier hinstellen. Ja. Das so, das so. Dass sie das nicht selber geschafft haben. Was habe ich denn hier? Ist wahrscheinlich irgendeine Spielkonsole oder so. Die ist hier aber nicht eingezeichnet. Die kann ich wahrscheinlich irgendwo hinstellen. Die habe ich jetzt einfach mal daneben. Das Ding habe ich mal da hingelegt. Noch ein Controller. Komm, schmeiß mal darüber. Dann haben wir das schon mal leer. Weiß nicht, ob es da Pluspunkte gibt, falls man das vielleicht irgendwie schön alles sortiert. Keine Ahnung. Was haben wir hier Schönes? Das sind die Spiele. Habe ich da irgendeine Vorgabe, es irgendwie stimmt, wohin zu stellen? Nö, ich glaube nicht. Komm, stellen wir einfach hier mal da zwischen. Das ist die Spielkonsole FS7. Alles klar. Wir können die Sachen nämlich nicht umfallen. Ich weiß nicht, ob da noch Bücher irgendwie dabei sind. Was haben wir denn da alles? Steampunk 1877. Kraken. Frog Traffic. First Fiction. Oh Gott, römische Zahlen, da bin ich raus. XVII. Keine Ahnung, X ist ja 10, V ist 5 und das ist jeweils eine 1. 17? Keine Ahnung. Oder ich weiß nicht, ob man das so zusammenrechnen muss. Wie gesagt, so römische Dinger, da bin ich raus. Deadly Fist Fight, okay, und True Simulator, okay. Interessant, schöne Spiele, hoffentlich, weiß ich nicht. Ah, wir haben ja auch noch Bücher. Ja gut, habe ich vielleicht hier ein bisschen falsch einsortiert, aber ey, die Bücher, das sind fette, die bleiben auch so stehen. Ja, bei so PlayStation-Spielen hast du da immer so ein bisschen Problem, dass die umkippen wollen. So, da haben wir das auch leer. Was haben wir denn hier in den großen Karton noch drin? Au. Spiel. Und noch ein Spiel. Scrabble. Ah, da ist die Spielkonsole, die PSP, in Anführungszeichen. Lege ich mal da vorne hin. Der Roboter darf natürlich nicht fehlen. Komm, der soll einen hier begrüßen. Genau. Was haben wir da? Ach, ein Radio. Stellen wir einfach mal dahin. Oh. Hm. Schön Schepp hingehängt. Ich weiß auch, ich finde, sowas gehört hier nicht hin. Finde ich irgendwie nicht cool. Einerseits hier auch hinterm Fernseher vielleicht. Okay, ja, aber. Muss das sein? Ich weiß nicht. Komm, Hauptsache weg. Hauptsache weg. Oh nein, nicht nochmal so eine Herausforderung. Da machen wir das so. Das sieht natürlich komisch aus, wenn das jetzt hier so weit vom Fenster weg wäre. Ja, komm, lassen wir so. Och nein, jetzt hör aber auf. Irgendwann hört der Spaß auch auf. Wie sieht denn das aus? Wenn man beide Augen zudrückt, ist es, glaube ich, okay. So, das haben wir so ähnlich jetzt hier aufgebaut. Ich denke mal, die werden damit zufrieden sein. Wir haben aber immer noch nur 2 Sterne. Ah. Hab was gefunden. Ich habe nicht an die Decke geguckt bei der Flecksuche. Großer Fehler. So, und somit haben wir Ordnung hier unten.
Ist das cool oder ist das cool? Ich find's cool. So, wir könnten jetzt den Auftrag beenden, weil wir sind durch. Wir haben 3 Sterne, alles ist soweit erledigt. Wir haben das Regal aufgebaut, wir haben hier alles, alle Kugeln wieder vom Billardtisch aufgesammelt, wir haben die Post aufgehängt, wir haben die Spielkonsole aufgestellt, wir haben den Fernseher aufgestellt, die Soundanlage hingestellt, wir haben das Regal hier einigermaßen eingeräumt. Ich habe die Bücher ein bisschen weit von der Wand hinten weg hingestellt, aber so an sich, glaube ich, ganz brauchbar eingeräumt, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich finde es hier immer noch ein bisschen zu vollgequetscht, ehrlich gesagt. Ich würde hier die Dinger vielleicht an die Wand stellen oder so, bis man sie halt braucht, und den Sessel vielleicht noch irgendwie weg, keine Ahnung. Aber gut, muss jeder ja selber wissen. Und ansonsten, hier hatten wir auch alles aufgeräumt, Kunde ist ja soweit zufrieden, das haben wir alles erledigt, somit machen wir die Tür einfach wieder zu. Müllsäcke habe ich alle weg, machen wir noch ein Foto von dem schönen Auftrag hier und dann würde ich sagen, beenden wir den Auftrag. Jo, 3 Sterne nehmen wir an. Fast 3000 Geld verdient. Sehr schön. Ich habe mir gedacht, wir verdienen jetzt auch erstmal so ein bisschen Geld, bis wir dann hier wirklich zu Hause anfangen, alles komplett auf den Kopf zu stellen. Ich weiß halt auch nicht, ob da noch tutorialmäßig ein bisschen was kommt, wie man dann lernt, mit anderen Werkzeugen umzugehen und so weiter. Bin ich mal gespannt. Und in der Zeit wollte ich halt einfach erstmal so ein paar kleinere Aufträge machen. Wir hatten ja hier schon angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Das machen wir dann natürlich auch noch alles weiter und, und. Aber ich würde sagen, wir schauen hier erstmal nochmal rein und machen den nächsten Auftrag. Raus mit dem Alten. Hi, ich verkaufe gerade mein Haus und mir wurde gesagt, dass es zuvor noch geputzt werden muss. Selbst im Keller. Ein Makler, der Stammgast in meinem Café war, hat mir deine Dienste empfohlen. Ich habe wahrscheinlich Ich habe wahrscheinlich sowieso ein paar Sachen vergessen. Wenn du irgendwelche gepackten Kartons findest, lass sie also einfach dort. Irgendwann werde ich sie noch abholen. Schönen Tag noch, Emma Baker. Auftrag beginnen. Bringen wir die Butze in einen guten Zustand. Dann kann die schön verkauft werden und gut ist. Da sind wir schon. Ich habe es ja schon auch in der ersten Folge gesagt, ich finde die ganzen Häuser, die sehen alle wunderschön gestaltet aus. Oder findet ihr nicht? Also ich finde, in den Häusern kann man sich eigentlich immer direkt wohlfühlen. Ah, das ist hier das Kaffee gewesen. Okay, weil da haben wir auch Kaffeewerbung und ach, alles klar, habe ich wieder wegen Textvorlesen irgendwie die Hälfte nicht beachtet. So, gut, wir räumen hier erst ein bisschen auf. Die Mülltonne wurde wieder umgeschmissen. Das ist irgendwie so der erste Move, den wir jedes Mal bei jedem Auftrag machen müssen. Erstmal wieder die Mülltonne hinstellen. So, Deckel auf. Was ich aber hier cool finde, schönes Detail, ich weiß nicht, ob ihr drauf geachtet habt, ist, dass die Deckel hier, normalerweise von der Mülltonne, wenn die auf dem Boden liegt, ist der Deckel immer komplett auf. Wenn man die Mülltonne aber so an der Wand dran stellt, geht der Deckel nur bis dahin auf. Das finde ich eigentlich auch ganz nett gemacht. So, wollen wir erstmal... Oh Gott, ich wollte jetzt erstmal sagen, komm, wollen wir erstmal wieder eine Wohnungsbegehung machen, aber ich folge gerade einfach der ganzen Schmutzspur und dann werden wir schon in die Wohnung reingeführt, da bin ich mir fast sicher. Genau, wir werden hier quasi in die Wohnung reingeführt, in den Keller. So, ich habe hier gerade einen Müllsack, schmeißen wir gerade mal hier rein und dann machen wir jetzt erstmal wirklich die Wohnungsbegehung, bevor ich hier schon alles wegräume. Ich will immer sofort loslegen und die Sachen wegräumen. Ganz schlimm, ganz schlimme Angewohnheit. Oh, Reinigungsmittel. Kann ich verkaufen? Soll ich verkaufen? Würde ich gerne benutzen. Kann ich nicht benutzen. Egal, verkaufen wir. Alles verkaufen. Zack, weg. So, fertig. Aufgeräumt. Nee, ich wollte gerade schauen. Wir haben nämlich hier weitere Vorteilspunkte bekommen. Und ich glaube, mittlerweile wäre es auch natürlich klar, größere Säcke wären angenehmer, aber andererseits auch hier schnapp dir, was du kannst, ist natürlich auch gut, wenn man in einem größeren Umkreis einfach den Müll aufnimmt, weil es wird halt immer mehr. Das würde ich auch gut finden. Komm, das nehmen wir. Machen wir das. Dann kann ich die Sachen auch einfach über den Müllsack verkaufen, krieg trotzdem den kompletten Wert. Das ist doch schon mal gut. So, da haben wir wieder ein Biberbuch. Was ist denn das? Staubsauger? Ah, ich habe einen Staubsauger. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, wie nice. Sehr cool. Da muss ich gerade erstmal lesen. Ich weiß nicht, wie man mit so einem Staubsauger umgeht. Sorry, bin ich total überfordert mit. Habe ich noch nie im Leben vorher gesehen. Ein paar Abfälle sind zu klein, um sie per Hand aufzusammeln. Da kommt der Staubsauger ins Spiel. Wenn du einen Haufen mit zerbrochenem Glas hast,
Wir erinnern uns an die Scherben bei uns zu Hause. Kleine Steinsplitter oder etwas anderes findest, das du nicht in die Mülltüte werfen kannst, verwende das Werkzeug Staubsaugen. Halte linke Maustaste gedrückt, um den Staubsauger zu verwenden. Alles klar. Dann verwenden wir den coolen Akkustaubsauger, den wir hier haben. Sehr, sehr cool. Und direkt Buch verkaufen. Ja, die ganzen Sachen sollen verkauft werden, aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Wohnungsbegehung. Ich muss gestehen, ich habe irgendwie ein Autobahn-Polizeisimulator 3 Trauma. Sobald ich irgendwie eine Quietschende sehe, muss ich immer so ein bisschen zusammenzucken. Es ist wirklich ein schweres Trauma, was ich da erlitten habe durch diese Sammelaktion bei dem Spiel. Aber irgendwie, seitdem finde ich auch in jedem Spiel irgendwie Quietschenden. Okay, ich kann jetzt hier schon erahnen, das komplette Haus soll wirklich hundertprozentig leer gemacht werden. Hier bleibt nichts übrig. Das heißt, die Person, wenn hier im Bett ist, hat hier einen Kaffee geführt und hat gleichzeitig hier auch gelebt. Finde ich eigentlich gar nicht so uncool. Ich muss sowieso sagen, ich finde so kleine Cafés. Also wirklich kleine auch. Und das ist schon größer als das Café, in dem ich schon mal war in Hamburg. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Es war so ein ganz kleines Räumchen. Musste man so ein paar Stufen runtergehen. Da hat man so einen ganz kleinen Café gesessen. Also das finde ich total heimisch. Ja, und ich stelle mir das auch cool so vor als Besitzer, wenn du so ein ganz kleines Café hast, wo du vielleicht, ja klar, du kannst dir damit vielleicht gerade so den Unterhalt verdienen, wenn überhaupt. Aber es ist doch cool, wenn du in einem Gebäude dein Geschäft hast, wo du vielleicht mit deiner Herzensliebe mit dabei bist. Ja, und wohnst dann gleichzeitig da. Ja, hast du keinen Arbeitsweg und so weiter. Finde ich super. Finde ich super. So, ich muss ja gestehen, ich hätte ja auch irgendwie selber gern so ein kleines Spiellädchen. Ja, jetzt nicht nur Computerspiele oder so. Klar, wäre natürlich größerer Teil. Ich hab da so Gedanken irgendwie mal gehabt, was ich total gerne mal machen würde. Das wäre auch wirklich so einen kleinen Laden irgendwie aufgekauft. Da irgendwie auch gebrauchte Spiele und so weiter angeboten, Konsolen und so weiter. Und dann halt auch so ein Bereich aufgebaut, wo sich einfach Leute treffen können, wie so eine Bar, nur dass da halt große Flachbildschirme irgendwie an der Wand hängen, da Konsolen stehen und dann kann man da zusammen zocken, was trinken, ja, so Ideen hatte ich auch mal gehabt und vielleicht doch irgendwie einen Kaffee mit dabei oder was weiß ich, Hauptsache man kann die Leute versorgen, man kann es so als Treffpunkt irgendwie anbieten und so weiter, so Gedanken hatte ich mal. Ich werde zwar niemals auf die Idee kommen, selber sowas zu eröffnen, aber würde ich halt einfach komplett cool finden. Einfach so ein Treffpunkt für Leute, die Gaming interessiert sind, die halt da jetzt sich halt auch mit Kaffeekuchen, Kaffeekuchen muss nicht unbedingt sein, aber das hätte halt oder würde halt auch mit meiner Freundin dann zusammenpassen, weil sie backt gerne und so weiter. Dann könnte die auch in dem Laden arbeiten. Ich denke mal, kein Gamer hat irgendwie was gegen Kuchen oder so. Dann noch halt irgendwie Getränke angeboten oder was weiß ich. Würde ich feiern. So, hier muss ich Dinge verkaufen. Wir hauen einfach alles weg. Wir gucken hier nochmal rein. Da ist alles aufgelistet, was wir verkaufen sollen. Und es ist quasi einfach alles. Somit machen wir einfach alles weg. Hier, weg mit den Schrank. Weg mit den Mülleimern. Da habe ich noch Müll. Sammeln wir gerade erstmal alles auf. Das kann ich nicht verkaufen. Achso, die Kisten wurde ja gesagt, die werden irgendwann abgeholt. So, da haben wir aber noch Müll. Hier haben wir noch Müll. Bis jetzt müssen wir noch nicht saugen, aber da liegt, glaube ich, ein Chip rum oder so. Ja, da liegen Chips rum. Die müssen wir wahrscheinlich aufsaugen. Da ist noch eine Kiste. Ist hier noch irgendwas in dem Schrank drin mit den Herzknaufen? Nö, glaube nicht. Also verkauft. Hier in der Toilette. Gibt es da irgendwas zu verkaufen? Auch nicht so wirklich. Dann weg damit. Chipstüte verkaufen wir. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Da sehen wir überall die Spuren noch von den ganzen Bildern, die hier an der Wand gehangen haben. Oh, WC-Schild verkaufen. Muss ich auch Zeug verkaufen, alles klar. Da oben ist noch eine Lautsprecherbox. Das, zack, zack. Wir hauen einfach alles weg. Selbst Toilettenpapier wird alles verkauft. Ist aber doof, wenn man das schon verkauft, bevor man hier weg ist. Wenn man dann nochmal pullern muss oder so, dann hast du natürlich kein Toilettenpapier da. Aber gut. So, das wird alles noch abgeholt wahrscheinlich. Genau, das Ding kommt noch weg. Gut, das wird alles noch abgeholt. Das muss ich so stehen lassen. Gar kein Thema. Hier haben wir noch ganz viele Scherben und Müll rumfliegen.
Sammeln wir gerade mal auf. Der Teppich, kann ich ihn auch verkaufen? Der kann auch verkauft werden. Ich denke mal, dass ich die Scheiben vielleicht auch noch sauber machen muss. Die Lampen bleiben hier. Hier haben wir das Angebot. Hier haben wir noch ein Poster. Genau, da war ja sonst nichts mehr. Da haben wir noch einen Teppich und hier hatten wir sonst nur noch den Tisch. Da ist ja sonst auch nichts drin gewesen. Genau. Gut, dann ist die Butze schon mal so weit leer hier. Hinterlasse ich eigentlich wirklich Spuren, wenn ich da durchlaufe oder nicht? Ich glaube nicht. Na gut, fangen wir mal an mit dem Staubsaugen, oder? Wobei ich hier das nicht... Ah, das ist groß genug, um es aufzuheben. Was ist mit den Blättern? Kann ich die aufsaugen? Ach, die Blätter kann ich aufsaugen. Also unser Staubsauger, unser Akkustaubsauger, der wäre nach 2 Sekunden wahrscheinlich verstopft, wenn ich so große Blätter aufsaugen wollen würde. Ich mag ja diese Akkustaubsauger, ich finde die super. Problem ist, finde ich, klar, die Laufzeit ist vielleicht so ein bisschen das Problem, also Akkulaufzeit meine ich jetzt. Das ist manchmal ein bisschen knapp, also bis wir unsere komplette 100 Quadratmeter Wohnung hier gesaugt haben, brauchst du ungefähr so eine Stunde, 50 Minuten, ja, wenn man es ordentlich macht. Akkulaufzeit ist so ungefähr 45 Minuten bei dem, was wir haben. Ja, wenn du... Klar, du kannst in einem langsameren Modus laufen lassen, aber dann saugst du halt auch nicht so wirklich den ganzen Dreck weg. Das heißt, man lässt den meisten mit der vollen Power laufen und dann ist 45 Minuten meistens auch nicht zu erreichen. Da hast du eher so eine halbe Stunde vielleicht, 20 Minuten, bis der Akku dann schlapp macht, dann muss das Ding wieder 6 Stunden aufladen oder so. Es ist auch nicht so der teuerste Akkustaubsauger gewesen, was wir haben. Ja, irgendwie, da hatten wir, das war sowieso lustig. Wir haben uns da so ein bisschen abgegradet immer. Ja, wir hatten den ersten Akkustaubsauger hatten wir bei Amazon gekauft. So, war ein günstiges Modell. Einfach mal zum Testen, ob sowas sinnvoll ist oder doch lieber einen wieder mit Kabel und ständig einen Staubsauger hinterhergeschleife. Dann fanden wir den aber sehr praktisch eigentlich, aber der ist halt nach 2-3 Monaten kaputt gegangen. So, also haben wir den wieder zurückgeschickt, haben das Geld wieder zurückbekommen und dann haben wir uns gedacht, okay, wir fanden den eigentlich so an sich ganz praktisch, deswegen nehmen wir nochmal so ein. Ja, nur halt eine Stufe besser. Ja, kostet dann wieder ein bisschen mehr Geld, aber da wir ja Geld zurückbekommen haben von Amazon und dann haben wir einfach ein bisschen Geld noch draufgelegt und haben uns dann einen anderen bestellt. So. Der leider auch, ihr ahnt es schon, auch nur ein paar Monate gehalten. Fertig. So, wieder Amazon angeschrieben und gesagt, ja, sorry, Ding wurde nur ganz normal verwendet und schon wieder vorne die Düse kaputt. Ja, da ist ja so eine Rolle drin und so weiter. Und die sind irgendwie total fehleranfällig beziehungsweise gehen total schnell kaputt. Bei dem zweiten Staubsauger, ich habe nur die Düse rausgenommen. Die haben ja immer die Funktion, dass die Bürste vorne rausgenommen. Die haben ja immer so eine Funktion, wo du die einfach rausmachen kannst, damit du die reinigen kannst. So, ich also Bürste ganz normal rausgemacht, also Entriegelung entfernt, Bürste einfach rausgenommen. Und dann habe ich die Düse einmal gekippt und dann ist irgendein Teil aus dieser Düse rausgefallen und dann hat die Bürste nicht mehr funktioniert. Da ist irgendwas... bei kaputt gegangen. Warum auch immer, wie auch immer. Da, keine Ahnung. War keine Gewalt am Werk oder so. Hab auch dann geschaut, ob ich das Ding wieder zusammensetzen kann, aber war einfach nicht möglich. Ja, da hätte ich dann komplette Düse auseinandernehmen müssen und so weiter und so fort. Die Verkabelung abmachen müssen und. Hab ich mir gedacht, nö, mach ich nicht. Das Ding war erst ein paar Monate, wie gesagt, alt. Noch Fall für Amazon quasi wieder. Also Ding wieder, also Amazon wieder angeschrieben und das Ding wieder zurückgeschickt. Und auch wieder das Geld bekommen. Und da haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir das nächste Upgrade. Bezahlen wir wieder ein bisschen drauf und holen uns wieder was Besseres. Und ja, so ging die Geschichte halt weiter, bis wir dann halt jetzt irgendwann den Staubsauger jetzt schon bestimmt ein halbes Jahr haben oder so. Der hat zwar auch schon wieder nach 2-3 Monaten einen Defekt gehabt an der Bürste. Aber den konnte ich so wieder reparieren. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, den jetzt auch wieder einzuschicken. Da hätten wir zwar wieder das Geld bekommen, hätten wieder uns ein teures Modell leisten können, aber irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr. Und andererseits ist es halt ein bisschen doof, weil fast jedes Gerät, was du so zurückschickst, wird halt einfach dann verschrottet. Ja, ist halt auch für die Umwelt, wenn man auf dieses Thema wieder zurückkommt mit der Plastikverschwendung und so weiter, halt auch nicht so geil. Ja gut. Ich meine, mit selber reparieren die ganze Zeit läuft das Ding. Ja, ich muss halt nach jedem Mal saugen, quasi komplett die Düse fast vorne auseinandernehmen und wirklich jedes einzelne Haar davon entfernen, weil sonst die Düse stecken bleibt und so weiter und so fort. Da geht natürlich dann der Motor vorne kaputt und. Aber es ist machbar. Sagen wir es mal so. Gut, wir haben auch noch einen Kellerraum. Da sollten wir vielleicht gerade mal hingehen.
Und ich habe mir den noch gar nicht angeschaut, fällt mir gerade auf. Und zum Glück habe ich das nicht getan. Sonst wäre ich vielleicht ein bisschen demotiviert. Wobei, nee, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Ja, wir sollen hier fast alles verkaufen. Bude soll sowieso leer werden. Somit kann hier alles weg. Selbst die Kerzen können weg. Beziehungsweise die Gläser sahen erst aus wie Kerzen, waren aber einfach nur Gläser. Das ist alles weg. Die Kisten können wir in Müll schmeißen. Dann sind wir hier schon fast durch mit. Genau. Da ist noch irgendein Müll gewesen. Keine Ahnung wo, wie, warum, wieso, weshalb. Den Eimer stelle ich gerade mal auf, beziehungsweise den kann ich verkaufen. Dann schrubben wir hier jetzt noch durch, machen alles schön sauber und dann sind wir normalerweise durch mit dem Auftrag, denke ich mal. Ich habe mich schon gewundert, hä, warum habe ich noch gar keinen Stern hier als Belohnung bekommen? Lag einfach daran, ich habe den Keller komplett verdrängt. Ja, so ist es. Kann man nichts machen. Ich finde es halt nur immer so ein bisschen schade, das hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Let's Play angesprochen, dass so Gerätschaften, selbst der günstigste Akkustaubsauger, den wir hatten, der hat, glaube ich, um die 90 Euro oder so gekostet. Ist ja auch nicht gerade wenig Geld. Aber für so einen Akkustaubsauger ist es halt wenig. Ja, aber ich finde es halt immer schade, dass die halt trotzdem nicht so gemacht werden, dass die ein bisschen länger halten. Nee, die halten dann nicht mal die Garantiezeit aus und dann, klar, schickt man natürlich zurück. Ist mir ja blöd, wenn man es nicht machen würde. Und wenn man sich dann halt diese Bauten anschaut, dann denkt man sich halt so, tjo, hätte man das nicht an der einen oder anderen Stelle einfach umkonstruieren können, dass das Ding halt dann nicht kaputt geht, was halt kaputt gegangen ist. Das sind manchmal so ganz einfache kleine Sachen, wo man sich so denkt, Leute, bei der Konstruktion macht das doch mal einfach so und so anders und dann hält das Ding auch irgendwie jahrelang und geht nicht kaputt. Dann ist doch gut. Aber nö, stattdessen verkauft man das lieber in Kacke und günstig, statt es einfach besser zu machen. Und trotzdem günstig zu verkaufen. So teuer sind diese Änderungen dann eigentlich nicht. Aber gut. Naja. So ist es halt. So, wir haben jetzt 2 Sterne erreicht. Ich hoffe, wir schaffen noch die 3. Ich hoffe, ich finde alle Schmutzstellen. Ich glaube, hier vorne bei der Mülltonne müssen wir auch noch sauber machen. Ist an der Decke noch irgendein Schmutz? Hier oben ist noch so ein Spinnenweben. Kriege ich den weg? Kann ich den wegsaugen? Nö, geht nicht. Schade. Kann ich die Spinnenweben verkaufen? Nö, auch nicht. Ist hier noch? Nö, da ist kein Dreck mehr. Also Keller schließen wir soweit ab. Ist, würde ich sagen, sauber. Dann haben wir hier draußen jetzt noch den Fleck, aber ich glaube nicht, dass ich da auf 100% mitkomme. Ich kann hier noch ein... Katsching, katsching. So, hier haben wir jetzt alles. Dann gehen wir doch jetzt einfach nochmal die Räume durch. Ah, okay, ich sehe es schon. Ich habe hier die Wände in der Küche nicht geschrubbt. Upsi. Fenster habe ich auch noch nicht sauber gemacht. Ei, ei, ei. Wenn man wieder so am Erzählen ist, dann ist man wieder nicht bei der Sache. Ich gehe erstmal nach der Folge dann in die Ecke und schäme mich. So. Ah Gott, da sehen aber auch alle Fenster so aus wie unser Wintergarten. Das Problem ist bei uns im Wintergarten, du kommst einfach oben nicht dran. Du müsstest dafür ein Gerüst aufbauen lassen, um den Wintergarten oben sauber machen zu können. Ja, mit Holzplanken irgendwie da drüber legen, das ist alles irgendwie nicht. Alles schon ausprobiert. Ist eine sehr doofe Sache. Mit Leitern kommst du auch nicht dran. Und da macht man natürlich dem Wintergarten die Gläser oben nicht, beziehungsweise die Scheiben oben nicht ganz so häufig sauber. Das sieht man natürlich nicht mehr ganz so viel durch. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich bin eigentlich soweit zufrieden, aber wir haben irgendwo anscheinend noch einen Fleck hier. Ich weiß nicht genau wo. Das muss aber hier... Hier sind auch noch Flecken. Okay, hier an der Wand. Verstehe ich. So, wir haben 3 Sterne erreicht. Wir sind fertig eigentlich. Hier haben wir alles weg. Hier ist irgendwo noch ein Fleck und ich weiß einfach nicht wo. Das heißt, wir wischen einfach nochmal über jeden Zentimeter hier drüber. Selbst über die Decke mit der Hoffnung, dass irgendwo... Ah, da. Gefunden. Dann haben wir das auch. So, dann können wir hier eigentlich alles zumachen. Und dann bin ich zufrieden. Wir sind fertig. Alles ist sauber.
Und wir können hier unseren Auftragsort verlassen. Sehr schönes kleines Café mit Wohnung dabei. Da ist ja noch ein Dachboden. Wie kommt man denn da hin? Habe ich jetzt gar keinen Weg zu gefunden oder Weg hingefunden. Tonne machen wir gerade mal zu. Wobei, kann ich gerade nicht zumachen. Deckel ist nach hinten gebackt. Dann machen wir es einfach so. Ich will hier alles ordentlich verlassen. Will ja einen guten Eindruck hinter... Ist da jemand? Nö, ich wollte gerade sagen, ist da jemand gerade am Durchlaufen? Nö, zum Glück nicht. Ja, so, dann würde ich sagen, beenden wir den Auftrag. Sehr schön, haben wir einiges an Geld verdient. Sehr cool. Sehr cool, nehmen wir natürlich an. Wird geladen. Sehr, sehr cool, da haben wir schon 16.300. Wir haben hier einen neuen Auftrag. Sehr cool. Machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Genau. Ja, und was wollte ich noch sagen? Falls ihr selber auf der Suche seid nach diesem Spiel hier, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr ganz oben einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Dort könnt ihr euch dieses Spiel günstig und legal kaufen. Und wenn ihr das über den Link macht, unterstützt ihr auch gleichzeitig hier den Kanal. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.